Der ZIV, die Abkürzung für den Zweirad-Industrieverband, ist mit dem ADFC eines der wichtigsten Organe der Fahrradbranche. Der ZIV setzt sich natürlich insbesondere für die Belange seiner Mitglieder ein, sprich Fahrradhersteller und Komponentenhersteller. Vor allem aber auch für das Fahrrad im Allgemeinen. Dazu gibt es Aktionen mit Politikern auf verschiedenen Ebenen, verschiedene Publikationen und Leitfäden für den Fachhandel. Eines der zentralen Themen des ZIV sind auch die Kennzahlen des deutschen Fahrradmarkts. Sprich, wie viele normale Räder wurden verkauft, wie viele E-Bikes? Steigen die Verkaufszahlen oder sinken sie? Welche Fahrradtypen laufen besonders gut, welche eher nicht so gut? Ebenfalls wird erfasst, wo die Räder eigentlich so gekauft werden. Sprich, online, im Fachhandel oder etwa im Discounter. Mit dem ZIV habe ich mich am Tag vor dem eigentlichen Beginn der Eurobike 2019 über verschiedene Themen unterhalten, welche die Fahrradbranche derzeit bewegen. Das sind etwa die steigenden Verkaufszahlen der E-Bikes, sinkende Absatzzahlen normaler Räder und leider auch steigende Unfallzahlen mit E-Bikes. Ebenfalls gesprochen haben wir über die neuen Formen der Mikromobilität, wie E-Scooter, sowie die derzeit in der Finalisierung befindende Norm für Cargo-Bikes. Viel Spaß mit dem Interview. Also gerne einfach kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie machen. Ja, Siegfried Neuberger, mein Name, Geschäftsführer des Zweirad-Industrieverbandes. Okay. Zweirad-Industrieverband erhebt ja immer Marktdaten zum Fahrradmarkt, zum E-Bike-Markt. Was hat sich denn jetzt bisher dieses Jahr getan? Ja, die positive Entwicklung, die wir 2018 ja schon gesehen haben im Fahrradmarkt, hat sich im ersten Halbjahr 2019 fortgesetzt. Obwohl das Wetter ja nicht so hundertprozentig war wie jetzt 2018, es war ein bisschen durchwachsener, aber grundsätzlich eine sehr positive Entwicklung. Fahrrad ist stückzahlmäßig leicht zurückgegangen, 0,5%, aber dafür hat E-Bike wieder zweistellig, nämlich um 12% zugelegt, sodass der Gesamtmarkt, kann man sagen, ungefähr um 3,2% gewachsen ist im ersten Halbjahr 2019. Das ist der Zuwachs, der ist ähnlich wie im letzten Jahr, ne? Wenn ich es recht im Kopf habe, da waren es auch so 11%, glaube ich. Fahrrad? E-Bike, Entschuldigung, E-Bike. Ja, es war letztes Jahr sogar viel mehr. Waren es noch mehr? War noch mehr. Aber man muss das Gesamtjahr einfach abwarten, weil da können sich immer noch Verschiebungen ergeben. Mhm. Von daher ist das einfach nur mal so eine Zwischenbilanz, die wir ziehen. Deswegen nennen wir das ja auch so Stimmungsbarometer, weil es können sich eben noch viele Dinge verschieben. Mhm. Das hängt dann auch damit zusammen, wie sich Importe, Exporte entwickeln. Okay. Oft kriegen wir noch Korrekturen dann. Also am besten wartet man, um die Gesamtmarktentwicklung abschätzen zu können, dann das Gesamtjahr ab. Okay. Und jetzt hat ja der ZIV dieses Jahr, wenn ich es noch recht im Kopf habe, auch nochmal ein paar neue Mitglieder dazu bekommen. Was hat sich da, was gibt es da Neues? Ja, gut, wir entwickeln uns sehr positiv als Verband. Wir haben auch dieses Jahr wieder drei neue Mitglieder gewinnen können für unsere Organisation. Das freut uns natürlich sehr. Wobei wir halt eben uns auch schon seit vielen Jahren das Thema Dienstleistungen sehr stark auf die Fahnen geschrieben haben. Natürlich neben Lobbyarbeit, aber Dienstleistungen, also Beratung, Arbeitsgruppen, die sich mit vielen technischen Themen beschäftigen. Man merkt es auch immer wieder bei Diskussionen, auch bei der Diskussion bei Pressekonferenzen, wie gerade eben, dass doch diese technischen Themen, also Nachrüstung, Recycling von Akkus, Bauartgenehmigung, Maschinenrichtlinie, das sind eigentlich die Dinge, die doch viele umtreiben. Und da haben wir, denke ich mal, schon seit vielen Jahren eigentlich ein sehr breites und sehr gutes Dienstleistungsangebot. Und dadurch gewinnen wir halt eben auch sehr viele Unternehmen, die da gerne mitarbeiten wollen. Das heißt, ihr bietet dann damit sowohl Händlern als auch den Herstellern selber quasi eine gewisse rechtliche Sicherheit oder einen Leitfaden, an dem man sich lang handeln kann, oder wie? Ja gut, unsere Mitglieder sind ja Hersteller, also Hersteller von Fahrrädern, ja. E-Bikes, Komponenten und Zubehör. Aber wir sitzen, wie man so schön sagt, ja immer alle in einem Boot, also auch mit dem Handel. Das heißt, wir versuchen gemeinsam mit den Handelsorganisationen, mit den Handwerkerorganisationen eben Voraussetzungen zu schaffen, um in der gesamten Kette eben sichere Produkte bis zum Endverbraucher zu bringen und uns da mit allen Themen zu befassen, die sowohl den Hersteller wie auch den Händler beschäftigen. Jetzt soll es ja bald eine Cargo-Bike-Norm geben, also das gab es ja bisher nicht. Was lässt sich dazu sagen? Ja, wir arbeiten momentan an einem nationalen, also einem deutschen Standard für Cargo-Bikes.
Der Markt hat es einfach verlangt. Ja, es gibt ja das Thema Cargo, ist ja in aller Munde, wächst dynamisch. Und die Hersteller hatten halt das Problem, dass sie eigentlich keine Voraussetzungen haben, um die Produkte testen zu können. Und der schnellste Weg ist immer erstmal eine nationale Norm zu machen. Mhm. Da wird jetzt im September nochmal eine Einspruchssitzung stattfinden zu den Einsprüchen. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass wir Anfang nächsten Jahres dann eine deutsche Norm haben werden. Und parallel dazu arbeiten wir auch schon oder fangen wir jetzt an einer europäischen Norm zu arbeiten. Okay. Das soll, wie gesagt, den Herstellern eine Hilfestellung an die Hand geben, um sagen zu können, wenn ich danach prüfe, dann habe ich zumindest mal die Gewähr, dass aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse diese Prüfkriterien das geschaffen wurden. Okay. Und jetzt das neue Jahr, sag mal, ist ja relativ, also relativ spannend. Es gibt viele Neuerungen, gerade auch Bosch, einer der größten Player, hat viele Neuerungen vorgestellt, sag mal. Gibt es denn so ein paar Trends, die ihr als Verband vielleicht irgendwie bemerkt oder wo vielleicht eure Hersteller so generell eher hingehen? Kann man da irgendwas sagen? Na gut, ich meine, wir haben es ja gerade schon angesprochen, gerade was das Thema Cargo-Transport angeht, tut sich einiges im Komponentenbereich. Klar, muss ja auch so sein, denn es sind ja ganz neue Produkte, die da in größeren Stückzahlen jetzt in den Markt reinkommen, mit höheren zulässigen Gesamtgewichten, ganz anderen Anforderungen. Da tut sich sehr viel. Und ich glaube, was gerade auch die Messe hier zeigt, ist ja, dass sich so im Thema Digitalisierung unheimlich viel zeigt. Ja, ob das jetzt Diebstahlschutz ist, ob es Connectivity ist oder ob es auch das Thema Vernetzung insgesamt ist. Wir sind über unseren europäischen Verband auch in Arbeitsgruppen auf europäischer Ebene aktiv, wo es um die Kommunikation zwischen Pkw, Lkw und Radfahrer, Motorradfahrer geht. Also sich das Abbiegen quasi oder wie dieses Thema? Ja, einmal dieses Thema, aber auch wenn man über autonomes Fahren oder teilautonomes Fahren nachdenkt, muss man ja auch immer über die anderen Verkehrsteilnehmer nachdenken. Das heißt, auch die Fahrradfahrer, die E-Bike-Fahrer müssen ja erkannt werden von solchen Systemen. Und gerade in dem Thema Digitalisierung spielt sich momentan sehr, sehr viel ab. Okay. Erkannt werden, denke ich, ist ein gutes Stichwort. In den Medien ist leider immer noch so ein großes Thema, das Thema Unfallzahlen. Die sind leider wieder nach oben gegangen. Gibt es da von eurer Seite aus eine Erklärung oder vielleicht auch eine, dass man sagt, muss das in Relation sehen zu irgendwas? Ja, meine Unfallzahlen sind natürlich immer negativ. Ja. Und, aber es ist klar, es wird halt das Fahrrad und auch insbesondere das E-Bike wird halt immer mehr genutzt. Und die Stückzahlen steigen. Wir haben ja schon letztes Jahr von einem Bestand an E-Bikes von 4,5 Millionen Stück gesprochen. Ja. Das wird sich dieses Jahr mit Sicherheit weit über die 5 Millionen, knapp 6 Millionen Fahrzeuge entwickeln. Mhm. Und wenn diese Fahrzeuge mehr genutzt werden, passieren halt leider auch mehr Unfälle. Okay. Und was wir an den Unfallzahlen immer so ein bisschen bemängeln, ist, dass es eigentlich so ist, dass nur die absoluten Zahlen genannt werden, aber nicht ins Verhältnis gesetzt werden, zum Beispiel zu den steigenden Stückzahlen, zu der erheblich stärkeren, intensiveren Nutzung von E-Bikes im Vergleich zu Fahrrädern. Also jemand, der sich ein E-Bike kauft, fährt damit viel, viel mehr, als er fahren würde, wenn er ein Fahrrad hätte. Und man müsste man diese ganze Entwicklung ins Verhältnis setzen zu den zurückgelegten Kilometern. Das wäre eigentlich der richtige Schritt. Aber diese Zahlen liegen halt noch nicht vor. Aber grundsätzlich ist natürlich jeder Unfall ein Unfall zu viel. Und das ist natürlich auch unsere Forderung an die Politik, hier dann auch die Infrastruktur halt eben den stärkeren Nutzungen von E-Bikes zum Beispiel anzupassen. Okay. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, was Sie noch gerne ansprechen würden? Recycling vielleicht, oder hatten wir ja gerade. Das ist ja ein Thema, was uns momentan sehr stark auch beschäftigt, beziehungsweise wo dann öfter mal Fragen kommen. Klar, bei so einem dynamisch wachsenden Markt, das Thema Lithium, Lithiumbatterien ist ja in aller Munde. Die Automobilindustrie zieht ja jetzt auch verstärkt nach. Und dazu kann man eigentlich nur sagen, dass wir uns im E-Bike-Bereich, also von Seiten des Zweirad Industrieverbandes schon, ich glaube, über 10 Jahre mit dem Thema eben Entsorgung, Recycling beschäftigen, da auch ein gutes System aufgebaut haben, zusammen mit einem Dienstleister, der inzwischen über 90 Hersteller zu seinen Vertragspartnern zählt und ich glaube 2700 Fachhändler, die dem System angeschlossen sind. Und die bekommen kostenlos eine Entsorgungstonne quasi zur Verfügung gestellt. Die Hersteller tragen die Kosten dafür. Sie zahlen also pro Akku, der in Verkehr gebracht wird, eine gewisse Summe. Und der Händler braucht dann, wenn die Tonne voll ist, nur einen Entsorger anzurufen, kostenlos über eine Hotline. Und die Akkus werden entsorgt und werden dann auch einem Recycling zugeführt.
Okay. Das heißt Material, Trennung, Kunststoffe, Metalle etc. Das einzige Thema, aber das beschäftigt, glaube ich, momentan auch alle in der Elektromobilitätsbranche, ist das Thema Lithium. Da gibt es nach unserem Kenntnisstand momentan noch keine 100% geeignete Recycling-Lösung, also um eben diese Rohstoffe zurückzugewinnen. Wirtschaftlich vernünftig, aber auch energetisch vernünftig. Es muss ja am Ende auch sinnvoll sein, dann diese Rohstoffe auch zurückzugewinnen. Aber wichtig ist uns, dass wir eigentlich dafür Sorge tragen, dass niemand seinen Akku irgendwo in der Mülltonne entsorgt oder im Wald, sondern dass er wirklich eine gute und sichere und kostenlose Möglichkeit hat, seinen Akku eben zu entsorgen. Gibt es einen Standpunkt vom ZDV zum Thema E-Roller? Also wie ist da so, oder gibt es vielleicht auch ein bisschen von euch eine Einschätzung, wie das bisher klappt, dieses Koexistieren, sag ich mal, von Roller und E-Bike-Fahrrad? Gut, es gibt ja, man sieht es ja in der öffentlichen Diskussion, es gibt ja momentan gerade in den großen Städten Riesenprobleme. Wir sehen grundsätzlich das Thema E-Tretroller positiv, weil alles, was dazu beiträgt, dass Verkehr verlagert wird, gerade auch im Mikromobilitätsbereich, ist sinnvoll. Sinnvoll für die Städte, sinnvoll für die Umwelt. Aber das System, wie es jetzt momentan läuft, dass die Städte quasi überschüttet werden mit E-Tretrollern von den unterschiedlichsten Verleihanbietern, ist sicherlich nicht sinnvoll. Also Untersuchungen in Paris zum Beispiel haben auch gezeigt, dass eben keine Verlagerung vom Autoverkehr stattfindet auf die Tretroller, sondern dass es momentan eher so ist, dass Fußwege oder auch Wege mit öffentlichen Verkehrsmitteln eben dann kompensiert werden. Und das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Also das ist nicht das, was wir uns wünschen. Und es kommt natürlich hinzu, dass der sowieso schon sehr enge Verkehrsraum für Fußgänger, für Radfahrer jetzt noch durch zusätzliche Fahrzeuge eben befüllt wird, beziehungsweise dann halt eben auch durch unachtsames Abstellen blockiert wird. Also Fußwege, Radwege. Und das sind natürlich Themen, die dürfen eigentlich nicht sein. Und da müssen sich alle gemeinsam, die Kommunen, auch der Verordnungsgeber halt eben überlegen, wie man da eine saubere Lösung findet, dass man die Potenziale ausschöpfen kann, aber halt eben nicht die Städte zuschüttet mit Fahrzeugen. Das war's mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr die steigenden Unfallzahlen mit E-Bikes einschätzt und wie eure bisherigen Erfahrungen mit E-Scootern auf dem Rad- und Gehweg sind. Bis dahin, euer Chris von Alles Fahrrad.